Am meisten Spaß macht mir eigentlich die Arbeit im Ausschuss, weil das wirklich die inhaltliche Arbeit ist. Da geht es um die Themen, die mich wirklich interessieren, um Themen der Gleichberechtigung, der Gleichstellung, Frauenthemen. Ich bin ja im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und das ist ja auch irgendwie so dieser Gesellschaftsausschuss und das macht wirklich am meisten Spaß. Also es läuft gut in Saarbrücken, viele Menschen haben einen Job, aber es gibt leider auch diejenigen, die auch trotz der guten Lage gerade keinen Job gefunden haben und für diejenigen wollen wir jetzt auch was tun und deswegen war Hubertus auch nochmal bei mir im Wahlkreis, um zu zeigen, was wir da jetzt tun. Wir wollen ein neues Regelinstrument, was ungefähr so heißt, ein neues Projekt sozusagen, das auch über 5 Jahre geht, dass die Menschen, die gerade keinen Job haben, auch über 5 Jahre eine Beschäftigung finden und dafür aber auch auskömmlich Geld bekommen. Und das ist für mich ein super wichtiger Punkt, weil ich einfach sehe, dass das für die Leute unheimlich wertschätzend ist und dass die Leute unheimlich gerne dann auch jeden Tag auf die Arbeit gehen. Und auf der anderen Seite unterstützt die vielen tollen Projekte, die es bei mir im Wahlkreis gibt. Und das finde ich total schön. Ich weiß zum Beispiel, dass das Gute-Kita-Gesetz eine große Auswirkung auch im Saarland haben wird. Und das ist aber eigentlich für mich auch nochmal die Rückkopplung zum Wahlkampf, weil das war ein Thema für uns im Wahlkampf, dass wir junge Familien, Familien allgemein entlasten von hohen Gebühren, die sie zahlen müssen, wo sich vielleicht auch junge Frauen nach der Geburt denken, es lohnt sich gar nicht für mich jetzt nochmal arbeiten zu gehen, weil die Kita- oder Krippengebühren so hoch sind. Und mit dem guten Kita-Gesetz nehmen wir wirklich viel Geld in die Hand, um auf der einen Seite einen Schritt hin zur Gebührenfreiheit zu gehen, da wo es noch nicht gegeben ist, und auch die Qualität zu sichern, weil es geht ja nicht auch immer nur ums Geld, wenn es um die Kinder geht, sondern auch darum, dass die Kinder eine gute Betreuung und Bildung auch schon genießen. Und ich glaube, das ist für mich, da merke ich, es geht wirklich voran.